Wenn es irgend geht, vermeidet Daniel Mehle, in einem Laden einzukaufen. Er besorgt sich seine Sachen fast ausnahmslos im Internet. Dann zeige ich euch mal, was ich alles bestellt habe. Einmal hier die Handelbank inklusive des kompletten Set von Hanteln, Kurzhanteln. Den hatte ich auch online bestellt. Die Hausschuhe übrigens auch. Dann habe ich hier noch den Fernseher bestellt. Der ist jetzt nicht mehr ganz zeitgemäß, aber den habe ich vor, ich glaube, 12 Jahren oder sowas, glaube ich, bestellt. Online-Shopping. Für ihn so alltäglich wie das Atmen der Luft. Sogar ihr Essen bestellen die beiden meistens im Netz. Aber im Großen und Ganzen ist es tatsächlich so, dass ich echt wirklich fast alles direkt dann entweder mit dem Handy dann direkt von unterwegs dann bestelle, wenn ich auf der Arbeit bin oder kurz vorm Schlafen gehen, dann schon mal schaue, okay, gut, mir fällt noch ein, ich brauche das oder jenes. Und dann bestelle ich das dann halt alles dann direkt sozusagen online. Das Bestellen per Mausklick. Für sie bedeutet das jede Menge Arbeit. Essenslieferdienste wie hier in Karlsruhe boomen und sind die sichtbare Seite des Online-Shoppings. Er dagegen bleibt meistens anonym. Stefan Gerhardt schreibt Texte zu den unterschiedlichsten Themen im Internet. Seine Jobs wechseln ständig, kommen von vielen Auftraggebern. Und was verdient er so? An guten Tagen komme ich so auf etwa 100 bis 150 Euro. Und an schlechten Tagen? Ja, an schlechten, dann ist die Auftragslage eben schlechter, dann sind wir vielleicht bei der Hälfte. Plattformen wie eBay, Amazon, Booking.com oder Lieferando nutzen viele von uns fast täglich. Dabei entsteht auch eine völlig neue Arbeitswelt. Wer sind die Menschen, die für solche Plattformen arbeiten? Davon erzählt dieser Film. Unsere Geschichte beginnt mit ihm, Schreinermeister Gerd Wilhelm. Hier baut er gerade eine Bäckerei in Rimbach bei Weinheim aus. Wilhelm hat sich auf Ladeneinrichtungen spezialisiert. Seine Schreinerei existiert schon seit gut 100 Jahren. Wilhelm hat sie von seinem Vater übernommen. Einen Teil seiner Aufträge bekommt er ganz klassisch direkt vom Kunden, so wie bei diesem Innenausbau. Doch damit allein kommt er nicht über die Runden. Und deshalb setzt Wilhelm auch auf eine Internetplattform, über die er einen weiteren Teil seiner Aufträge erhält. Diese Plattform heißt MyHammer. Über sie kann jeder, der bei sich etwas zu reparieren oder auszubauen hat, einen Handwerker finden, indem er einen entsprechenden Auftrag einstellt. Sei es im Garten oder im Innenbereich eines Hauses. Einzelne Handwerker bewerben sich dann um diesen Auftrag. Dafür müssen sie bei MyHammer registriert sein und der Plattform, je nach Umfang des Auftrags, Gebühren bezahlen. Vor kurzem hat Wilhelm im Internet über MyHammer einen solchen Auftrag bekommen. Es geht um den Innenausbau für ein Restaurant. Hier ist noch so ein Raum, ein Billard oder sowas kommt hier rein. Und hier ist noch ein WC, ist dann da hinten drin. In wenigen Wochen wird eröffnet. Da wartet noch jede Menge Arbeit auf Wilhelm und sein Team. Wir machen hier die Rückschränke, die Theke, die Bänke und die ganzen Türen, Türenanlage bauen wir hier ein. Der Umfang der Aufträge, die er über MyHammer bekommt, ist oft sehr unterschiedlich. In diesem Fall wurde es sogar noch etwas mehr als ursprünglich gedacht. Das ist halt Fundkonstruktion, da kommen noch Polster drauf und alles, ja, also Lederpolster kommen drauf. Wir sind dann mit der Besitzerin hier in Kontakt gekommen über Dinge. Dann sind wir hierher gefahren, weil Mannheim ist ja nicht ganz so weit. Dann haben wir das besprochen und dann kam halt das Ganze noch dazu. Im Grunde sei das eine gute Sache mit MyHammer, meint Wilhelm. Doch er ist trotzdem sauer auf die Plattform. Denn MyHammer hat vor einiger Zeit die Spielregeln geändert.
Wenn er sich um einen Auftrag bewirbt, ein anderer Handwerker aber den Zuschlag bekommt, muss er dafür oft trotzdem Gebühren an MyHammer bezahlen. Und das ärgert ihn gewaltig. Es war früher mal eine partnerschaftliche Plattform. Da hat man ein partnerschaftliches Verhältnis gehabt. Man hat zusammengearbeitet und hat die Sachen, das war alles eine faire Sache. Und jetzt ist es eine reine Abzocke geworden. MyHammer verdient da dabei richtig gut Geld. Ein harsches Urteil. Doch warum genau fühlt sich Schreiner Wilhelm abgezockt? Das will er uns in seinem Büro erklären. Wenn ein Kunde einen Auftrag ausschreibt, kann jeder Handwerker, der bei MyHammer registriert ist, wie bei einer Art Auktion ein Preisangebot abgeben. Der Kunde entscheidet dann, mit welchem Handwerker er in Kontakt tritt und welches Angebot er annimmt. Wilhelm zeigt uns ein Beispiel für ein solches Angebot. Da steht halt alles drauf. Die Küche, die besteht aus Dekore. Die stehen auch da, was für Dekore, dann wie sie gemacht ist, was für Schübe da drin sind, was für Bänder. Das steht hier alles, allgemeine Beschreibung. Hier fängt es dann an, ein Hochschrank, ein Unterschrank, Spüle und. Das wird alles aufgeführt, auch mit Maßen. Ganz schön aufwendig. Dabei ist nicht mal sicher, ob er den Zuschlag überhaupt bekommt. Um bei den Auktionen mitmachen zu dürfen, zahlt Wilhelm einen monatlichen Grundpreis an MyHammer. Nur die ersten Kundenkontakte im Monat sind frei für ihn. Danach zahlt er Gebühren, egal ob er einen Auftrag erhält oder nicht. Das aber will er so nicht mehr hinnehmen und beschwert sich bei MyHammer. Ich habe jetzt geschrieben, dass er noch nicht aufs E-Mail vom 24.05. geantwortet haben, bis heute nicht. Dass die Handwerkerabzugegebühr nach wie vor in voller Höhe erhoben wird. Dass wir uns beim Kunde gemeldet haben oder beim vermeintlichen Kunden gemeldet haben, dafür 27 Euro bezahle plus die Grundgebühr. Und der Kunde hat sich dann nicht mehr hören lassen, gar nichts mehr. Und dass wir bei jedem Kontakt zwar bezahlen, dürfen aber keine Details wie Skizzen an den Kunden weitergeben. Die Ausschreibungen, die sie einstellen, werden immer schlechter. Und dann fragen wir ganz einfach mal, wie sich MyHammer eine weitere Zusammenarbeit vorstellt und was uns bewegen sollte, bei MyHammer überhaupt zu bleiben. Die Aufträge von MyHammer sind für Wilhelm wichtig, um Lücken zu füllen. Doch das neue Bezahlsystem will er nicht akzeptieren. Wird MyHammer auf seine Beschwerde reagieren? Er hat ganz andere Sorgen. Feierabend für Daniel Mehle und weder Zeit noch Lust, um mit seinem Kumpel was zu kochen. Sollen wir was bestellen? Hast du Hunger? Na, kochen habe ich keinen Bock, aber bestellen? Ja, komm, dann wäre ich dabei. Lass mal schauen. Schon mitmachen. Weil, also wir haben alles, Vorspeisen, Suppen. Da haben wir denn nicht schon mal Essen? Die Auswahl im Netz ist riesig. Und mit ein paar Klicks bestellen sie ihr Abendessen. Kein großes Ding für die beiden. Heute gibt's was Asiatisches. Im Großen und Ganzen ist es tatsächlich so, dass ich echt wirklich fast alles direkt dann entweder mit dem Handy dann direkt von unterwegs dann bestelle, wenn ich auf der Arbeit bin oder kurz vorm Schlafen gehen, dann schon mal schaue, okay, gut, mir fällt noch ein, ich brauche das oder jenes. Und dann bestelle ich das dann halt alles dann direkt sozusagen online. Einerseits, weil es natürlich schneller geht und gemütlicher ist, aber auch natürlich auch, weil ich online einfach die größere Auswahl finde. Schnell und bequem also. Jetzt müssen die beiden nur noch warten, bis ihnen das Essen in die Wohnung gebracht wird. Hinauf, bis in den vierten Stock. Dafür gibt es Leute wie ihn, Markus Frenzel. Der Fahrradkurier arbeitet in Karlsruhe. Es ist 11 Uhr am Vormittag und gerade beginnt für ihn und seine Kollegen der erste Teil ihres Arbeitstages. Seit gut 2 Jahren fährt er Essen aus. Allein für Lieferando sind rund 10.000 Kuriere wie er in mehr als 50 deutschen Städten unterwegs. Frenzel fährt mit einem Pedelec seines Arbeitgebers. Die meisten Kuriere aber nutzen ihr eigenes Rad. Wann sie wo sein müssen, sagt ihnen eine Handy-App von Lieferando. Ich muss um 12 Uhr abholen, aber ich fahre lieber vorher ein bisschen hin. Kann sein, dass schon die Bestellung vorher fertig ist. Dann kriegt der Kunde auch früher sein Essen. Eigentlich sei er ganz zufrieden mit seinem Job, meint Frenzel.
Und dann erleben wir hautnah mit, wie stressig es für ihn werden kann. Die Uhr muss er ständig im Auge behalten. Wir liegen gut in der Zeit. Auf gut 400 Radkilometer kommt der 39-Jährige pro Woche und kennt mittlerweile fast jede gefährliche Ecke in der Stadt. Man muss halt aufpassen. Manchmal wird es schon ein bisschen brenzlig, aber mir ist Gott sei Dank noch bis jetzt noch nichts passiert. 12 Euro pro Stunde, den Mindestlohn, verdient ein Lieferando-Fahrer wie Frenzel heute. Dazu kommen Bonuszahlungen für Vielfahrer, Trinkgeld, Urlaubstage und Krankengeld. Dennoch kritisieren Fahrer wie Joscha Möller das System Lieferando seit langem. Wir treffen den Betriebsrat im April 2021. Er sieht noch jede Menge Luft nach oben, wenn es um die Bezahlung der Fahrer geht. Ich würde sagen, dass die Kompensation zu gering ist. Vor allem, wenn man bedenkt, dass man ja nicht nur das Fahrrad einsetzt, sondern auch das Handy inklusive Datentarif. Und je nach Handy kann es auch sein, dass man tatsächlich mehrere Gigabyte im Monat verbraucht. Und da wird nicht angemessen für kompensiert. Inzwischen gibt es zwar eine neue Rechtsprechung zu Handy- und Fahrradnutzung, doch über die Höhe der Kompensation wird weiter gestritten. Es ist, wie wir noch sehen werden, eine Menge Dampf im Kessel und der Kampf um bessere Bezahlung in vollem Gange. Das beobachtet auch er, Werner Wiedeke. Der frühere Audi-Vorstand und Sozialwissenschaftler erforscht das Entstehen immer neuer digitaler Plattformen. Er sieht, wie sich traditionelle Geschäftsbeziehungen mehr und mehr auflösen. Im Internet entstehen dabei völlig neue Arbeitsformen. Also wir haben global kaum zuverlässige Daten, wie viele Plattformen es wirklich gibt. Es gibt kleinere, es gibt größere in mittlerweile allen Lebensbereichen. Wir können aber schon feststellen, dass sich in unseren Wertschöpfungsprozessen Plattformen nicht mehr wegdenken lassen. Sie sind eine Realität. Und wir stehen vor der Aufgabe, Plattformen zu gestalten. Sehen Sie sich zum Beispiel die ganzen Vergleichsportale an, die ja auch Plattformen sind. Was natürlich dann auch zu zum Anheizen von Konkurrenz und vom Wettbewerb führt. Das kann in einen Unterbietungswettbewerb auch hineinführen, den am Ende dann Arbeitende, Arbeitnehmerinnen mit niedrigen Löhnen und schlechten Sozialleistungen bezahlen. Frühmorgens um 6:30 in Bonn. Gleich geht es für Stefan Gerhardt los mit der Arbeit. Am eigenen PC im Wohnzimmer. Gerhardt schreibt Texte fürs Internet, meist mehrere am Tag. Ein sogenannter Clickworker. Und warum so früh? Ich bin eher eine Lerche als eine Eule, wie man so sagt. Also ich fange lieber früh morgens an und arbeite dann jetzt abends nicht mehr so spät. Heute Morgen arbeitet er an einem Artikel zum Thema Mietkautionen und was es dabei zu beachten gilt. Gerhardt hat sich auf Finanzthemen spezialisiert, weiß aber nie genau, was als nächstes auf ihn zukommt. Seine Schreibjobs bekommt er über spezielle Plattformen im Internet. Seiten wie etwa diese hier, content.de. Dort finden sich unzählige Aufträge, unterteilt nach unterschiedlichen Auftraggebern wie Agenturen oder Unternehmen. Aber auch Übersetzungen werden auf solchen Seiten nachgefragt. Gerhardt fischt sich über diese Plattform seine Jobs. Mal sind es nur wenige Zeilen, mal mehrere Seiten, die er dann schreiben muss. Das ist im Prinzip nur ein Klick, wenn Sie so wollen. Es gibt auf dem Marktplatz Aufträge, die praktisch tatsächlich als allgemeiner Markt eingestellt sind. Die kann sich im Prinzip jeder, der als Autor registriert ist, dort holen. Je einfacher die Aufgaben, desto größer sei die Konkurrenz von anderen Autoren. Laut einer Untersuchung dürften allein in Deutschland 250.000 Menschen als Clickworker wie Stefan Gerhardt ihr Geld verdienen. Dabei erstellen sie spezielle Inhalte, meist Kleinstaufträge, für die unterschiedlichsten Internetseiten.
Diese Kleinstaufträge nennt man auch Mikrotasking. Eine bestimmte Form der Plattformarbeit ist ja das sogenannte Mikrotasking, also kleinste Aufgaben, kleinste Arbeitsumfänge, die weltweit versteigert werden und bei denen sich die Auftragnehmer wirklich in großen Auktionen darum bewerben müssen, in einer harten Konkurrenz, um überhaupt Arbeit zu bekommen. Und das sind natürlich die Schatten und negativen Seiten auch der Plattformökonomie. Die Plattform Content.de vermittelt Stefan Gerhardt nicht nur die Aufträge, sie bezahlt ihn auch. Doch wer sind die eigentlichen Auftraggeber? Wo landen seine Texte später? Das kann ich nicht so genau sagen, denn die Auftraggeber hier auf dieser Plattform sind anonymisiert. Das heißt, ich weiß nicht immer, welcher Auftraggeber sich jetzt hinter einem Auftrag verbirgt und kann dann natürlich auch nicht sagen, wo das genau erscheint. Springt denn wenigstens finanziell genügend raus? Reich wird man davon nicht. Ich bin alleinstehend. Dafür kann ich davon okay leben. Knapp 30% von dem, was der Auftraggeber zahlt, behält die Plattform. Die übrigen gut 70% leitet sie als Honorar an Gerhardt weiter. Und was verdient der gelernte Diplomkaufmann? An guten Tagen komme ich so auf etwa 100 bis 150 Euro. Für wie viele Stunden? Das ist dann mindestens ein normaler Arbeitstag, ja, wenn nicht mehr. Das sind dann, können auch gut 10 Stunden dann sein. Und an schlechten Tagen? Ja, an schlechten, dann ist die Auftragslage eben schlechter, dann sind wir vielleicht bei der Hälfte. Ja. Was ist, wenn Sie jetzt eine Woche krank sind und eine Woche Urlaub machen? Ja, wo keine Arbeit, da kein Einkommen. Ja, das ist dann ganz einfach. Ja. Mehr gibt es da eigentlich nicht so zu sagen. Von den einbehaltenen 30% des Auftraggebers bezahlt ihm die Plattform Content.de auch Beiträge in die Künstlersozialkasse, also Beiträge für die Renten- und Arbeitslosenversicherung. Eher eine Ausnahme. Die meisten Plattformen machen das nicht. Stefan Gerhardt weiß, dass viele Aufträge schnell weg sein können, wenn er nicht sofort zugreift. Ein knallharter Konkurrenzkampf. Aber er sieht auch die Vorteile bei dieser Form von Arbeit. So kann er etwa jederzeit selbst entscheiden, wann und wie viel er arbeitet und wann er zum Beispiel Pause macht. Ich kann das schon trennen, aber es gibt nicht so festgefügte Zeiten, wo man arbeitet und wo man Freizeit hat, sondern das fließt eben eher so ineinander. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich, das sehen Sie ja jetzt hier an der Pause, dass ich dann immer am Stück am Computer sitze und Texte schreibe, sondern es ist eben auch so, dass ich dann auch mal zwischendurch was anderes mache, ja, und wenn es einfach ordinäre Hausarbeit ist. Oder auch mal ein Museumsbesuch, so wie heute. Seit rund 10 Jahren ist Gerhardt Clickworker am heimischen PC. Das war mal anders. Früher hatte er einen klassischen Job mit Festanstellung bei einer großen Firma in Bonn. Das hat sich bei mir entwickelt aus einer Lebenskrise heraus, die bei mir mit Jobverlust und auseinanderbrechender Familie verbunden war. Und dann habe ich mit dem Schreiben angefangen über die Plattform, so ein bisschen als Selbsttherapie, wenn man so will. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit immer weiter entwickelt und ausgebaut, so zu dem Stand, an dem ich jetzt heute stehe. Gerhardt weiß nicht, was ihm die Zukunft bringt, wie lange er die Arbeit als Clickworker noch weitermachen kann. Für mich wäre so ein Ideal, so ein Mix aus angestellter Teilzeittätigkeit dann und freier Tätigkeit, also so ein halbe-halbe Modell. Wie geht es bei Stefan Gerhardt weiter?
Sucht er sich wieder einen festen Job? Wir werden ihn in einigen Monaten noch einmal besuchen. Zurück im Odenwald bei Gerd Wilhelm. Um Auftragslücken zu füllen, ist der Schreiner auf Maihämmer angewiesen. Doch die Plattform hat neue Regeln aufgestellt. Jetzt muss er auch bei vielen Angeboten Gebühren zahlen, bei denen er am Ende keinen Auftrag bekommt. Deswegen hat er sich bei Maihämmer beschwert. Denn mitunter zahlt er bis zu 150 Euro im Monat für Aufträge, die er dann gar nicht bekommt. So wie am vergangenen Wochenende, als ihn ein Kunde kontaktierte. Der hat mich sogar am Sonntag noch angerufen, wollte mir am Montag irgendwelche Unterlagen schicken, wie Maße und so weiter, und hat sich dann auch nicht mehr gemeldet. Und das hat dann 27 Euro gekostet, plus die Gebühr, die man sowieso bezahle jeden Monat. Und das ist natürlich schon für einen Telefonanruf, ist das schon herzhaft viel Geld. Der Kunde weiß es nicht, dass das Geld kostet. Der Kunde weiß es nicht. Der ist immer quasi in dem, der denkt, es kostet nichts. Und wir sehen dann, was es kostet, wenn wir den Auftrag nicht bekommen. Hast du die Rechnung? Guck mal, hier mal schon gesehen. Ja, das habe ich gesehen. Ich habe sie ja gebucht, weil das ist ja ein Wahnsinn mittlerweile, was man da in Kontakt über da die Übermittlung bezahlen müsse. Sollte man eine Kündigung überlegen? Ja, das wäre aber schade, wäre die ganze Bewertung rum. Aber normal müsste man es kündigen, aber die 47 positive Bewertungen wären halt schade, wenn die weg wären. Gute Bewertungen bedeuten gute Werbung für den Betrieb. Und auf die will Wilhelm nicht verzichten. Wird er bei Maihämmer bleiben und sich weiter darüber ärgern? Oder wird er kündigen? Noch hat sich Wilhelm nicht entschieden. Dabei schwelt der Streit zwischen ihm und Maihämmer jetzt bereits seit gut einem Jahr. Berlin, Sommer 2021. Wir bekommen ein Interview bei Maihämmer, der Plattform, mit der Gerd Wilhelm im Streit liegt. Hier in der Firmenzentrale sieht man die Dinge etwas anders. Man habe sich intensiv mit dem Feedback von Wilhelm beschäftigt und seine Anfragen beantwortet. Es stimme, dass das Gebührensystem geändert wurde. Der Grund, es seien zu viele Kontakte an Maihämmer vorbeigegangen, bei denen die Provisionspflicht unterlaufen wurde. Das Problem ist, dass wir gar nicht mitbekommen, ob eine Vergabe da ist oder nicht. Das heißt, wir haben dann ganz häufig gar keine Gebühren bekommen. Das ist einfach eine Erfahrung der Vergangenheit, weil die Betriebe natürlich nicht begeistert sind, uns zu bezahlen. Und eben wir haben durchaus Umgehungstendenzen gesehen, also dass Betriebe tatsächlich dem Verbrauchern geschrieben haben, bitte jetzt aber nicht den Ist-Vergeben-Button klicken, damit wir uns die Gebühr sparen. Kritik am jetzigen Gebührensystem lässt Maihämmer nicht gelten. Die Kosten, die für den Handwerker entstehen, seien absolut transparent. Der wisse immer, was es kostet, wenn ein Kunde sich bei ihm meldet. Es kostet Sie als Handwerker etwas, wenn der Verbraucher sich auf Ihre Anfrage zurückmeldet. Also wir zeigen dem Betrieb an, während er sich eben die Liste anschaut und dann klickt, sagt, ich interessiere mich für diesen Auftrag, dann zeigen wir an, dass das einen bestimmten Betrag kostet. Das ist sehr unterschiedlich, je nach Tätigkeit. Also das kann, ich glaube, der niedrigste Preis sind 2 Euro und das teuerste sind irgendwo 65 Euro. Einige Monate nach unserem letzten Termin mit Gerd Wilhelm im Odenwald treffen wir den Schreiner in Frankfurt wieder. Er baut eine Apotheke aus. In 2 Tagen wird eröffnet. Der Auftrag hier lief über einen Stammkunden und nicht über Maihämmer. Doch die Plattform benötigt er nach wie vor, um seine Auftragslücken zu schließen. Und jetzt? Wie hat er sich entschieden? Wird er Maihämmer verlassen? Wir haben bis nächstes Jahr Zeit, bis zu entscheiden. Wir haben 2 Jahre Kündigungszeit. Gekündigt ist. Ist gekündigt. Wir überlegen jetzt, bis die Kündigungszeit rum ist, ob wir dabei bleiben oder nicht. Keine einfache Entscheidung für ihn und sein Team. Wir werden ihn in einigen Monaten wieder treffen und erfahren, wie er sich entschieden hat. Es gibt jetzt zwar auch Angebote, ja, aber ich überlege halt auch. Zurück zu Daniel Mehle und seinem Kumpel. Ein neues Küchengerät soll her, eine Heißluftfritteuse.
Und natürlich aus dem Internet. Da sind andere Länder ja auch in Europa, in Frankreich, in Großbritannien da viel weiter. Auch kleinere Länder, die dann alles da irgendwie schon so, ich sage jetzt mal, doll digitalisiert haben, dass man dann direkt mit dem Handy irgendwie hier was bezahlen kann, da was bestellen kann. Deswegen denke ich mal, dass das jetzt vielleicht und bei uns langsam endlich mal der Zeitpunkt gekommen ist, wo einfach dieser Kipppunkt da ist, dass man sagt, okay, gut, ich glaube, dass immer mehr und mehr Leute wahrscheinlich wohl ja, online shoppen werden. Das im Internet bestellte Essen ist da. Nach rund 20 Minuten. So, guck mal. Das ging jetzt schnell. Es ging schneller als gedacht. So. Das hier ist mit Tofu. Ja. Dann nimmt das man. Sieht lecker aus und hat nur ein paar Euro mehr gekostet, als wenn sie vor Ort gegessen hätte. Dann fangen wir mal mit der Suppe an. Und? Schon mal über die Leute nachgedacht, die für Sie diesen Job machen? Es gab schon Tage, wo ich mir dann gesagt habe, als wenn es draußen regnet und so weiter und gestürmt hat. Und da habe ich wirklich bei Flink bestellt. Und denke ich mir halt, außer die kommen halt da in den vierten Stock und hecheln da teilweise und zack, ganz kurz und wieder los. Das, ja, dann fühlt man sich dann doch manchmal ein bisschen schlecht irgendwie. Muss man einfach mal ehrlich sagen. So. Na dann, lass es dir schmecken. Einen guten. Mehle bestellt bei unterschiedlichen Lieferdiensten. Wer da wie viel verdient, keine Ahnung. Da fragt man sich halt auch, okay, wie viel verdienen die eigentlich überhaupt? Ja, also können die davon leben und beziehungsweise sind es gut bezahlte Jobs? Und es ist ja, manchmal fühlt man sich doch ein bisschen dann schlecht, wenn man sagt, okay, man bestellt wirklich fast alles online. Aber manchmal ist man einfach so in seiner Welt, dass man das ausblendet und gar nicht dran denkt, okay, gut, die haben eigentlich auch einen echten Knochenjob zu machen. So. Hast du schon eine Location irgendwie im Kopf? Gesättigt vom Essen des Lieferdienstes geht es für die beiden erstmal ab ins Berliner Nachtleben. Baumäßig sozusagen gucken ist. Okay. Ja, schau mal einfach mal so. Auswahl ist ja schön genug. Das Licht aus hier. Nicht nur in Berlin. In vielen Städten Deutschlands bieten Online-Lieferdienste mittlerweile Lebensmittel per Kurier an. Anna fährt für das Unternehmen Gorillas. Die Britin lebt gerne in Berlin und arbeitet seit Anfang 2021 für Gorillas. Deren großes Versprechen, die Lebensmittel sind 10 Minuten nach der Bestellung beim Kunden. Bei Wind und Wetter. Auch wenn man es ihr heute nicht ansieht, heißt das für Anna und ihre Kollegen, es herrscht immer ein riesen Zeitdruck. Yeah, a lot of my colleagues have had like horrible accidents and viele meiner Kollegen hatten schlimme Unfälle. Auf den Straßen ist viel Verkehr, bei allen möglichen Witterungsverhältnissen. Die Auslieferung geht weiter, auch wenn es schneit oder regnet. Das kann sehr gefährlich sein. So, it can be, yeah, super dangerous. Die Kuriere, erzählt sie, müssten oft ihr eigenes Telefon nutzen. Und auch bei der Bezahlung gäbe es immer wieder Probleme. Die Bezahlung erfolgt spät oder fehlerhaft. Bei Krankschreibungen und im Urlaub wird fehlerhaft bezahlt. Trinkgelder werden nicht korrekt ausbezahlt. All das passiert. Wir fragen beim Unternehmen nach. Das weist die Vorwürfe größtenteils zurück. Gorillas unterstütze den Betriebsrat, heißt es. Man gibt aber zu, es könne vereinzelt zu Fehlern bei der Gehaltsabrechnung kommen. Diese belaufen sich jedoch auf einen kleinen Prozentsatz. Nachdem Anna mit Ausliefern fertig ist, nimmt sie uns mit zum Betriebsratsbüro. Den Betriebsrat hat sie gemeinsam mit ihren Kollegen im vergangenen Jahr gegründet. Die Aufregung damals war groß, denn Gorillas änderte daraufhin die Unternehmensform in viele kleine Einheiten. Wäre dadurch ein einziger großer Betriebsrat für alle Berliner Standorte unmöglich geworden? Wir bitten Gorillas um eine Stellungnahme. Man habe, heißt es, den Prozess der Betriebsratsbildung 2021 zu jedem Zeitpunkt unterstützt.
Inzwischen konnte für bestimmte Standorte in Berlin ein Betriebsrat gegründet werden. Doch noch immer erfahren sie von der Geschäftsleitung zu wenig Beachtung, meint Anna. Auch das dementiert Gorillas. Man arbeite mit dem Betriebsrat in Berlin produktiv zusammen. Hier in Deutschland würdest du erwarten, dass die Bedingungen gut sind und Unternehmen das Gesetz respektieren. Aber Gorillas zeigt immer wieder, dass sie anscheinend über dem Gesetz stehen. So behauptet es jedenfalls Anna. Und tatsächlich, im Sommer 2021 kommt es zu einem wilden Streik. Gorillas Mitarbeiter legen die Arbeit nieder, fordern bessere Arbeitsbedingungen. Wir müssen auch bereit sein, für Leistung Geld zu bezahlen. Wer natürlich selber Leistung zu Dumpingpreisen einkaufen will, der kann nicht auf der anderen Seite tariflich gesicherte Löhne fordern. Also da, glaube ich, brauchen wir auch ein gesellschaftliches Umdenken. Arbeit muss auch auf Plattform ihren Wert haben. Und das muss die grundsätzliche Position sein, egal ob jemand im Selbstständigen- oder im Arbeitnehmerstatus arbeitet. Perspektive muss letztlich darin bestehen, auch so etwas wie eine Honorarordnung, eine Tarifordnung, eine Mindestlohnordnung für diese Plattformbeschäftigten herzustellen, wie wir das für andere Berufe ja auch kennen. Das ist auf jeden Fall aus meiner Sicht eine Grundvoraussetzung dafür, um die sozialen Gefahren der Plattformarbeit auch zu dämpfen. Wir erinnern uns. Auch der Lieferando-Betriebsrat hatte die Arbeitsbedingungen kritisiert. Denn Kuriere müssen ihr eigenes Handy benutzen und oft auch das eigene Rad. Inzwischen hat das Bundesarbeitsgericht entschieden, der Arbeitgeber muss Fahrrad und Mobiltelefon zur Verfügung stellen oder die Kuriere dafür angemessen entschädigen. Wenn Kuriere das eigene Rad nutzen, zahlt der Berliner Lieferdienst Lieferando schon länger 14 Cent pro Kilometer. Und seit dem Urteil gibt's auch etwas fürs Telefon, erklärt uns Lieferando auf Nachfrage. Für die Nutzung des eigenen Handys zahlen wir eine zusätzliche Handypauschale. Also auch hier gibt es extra Geld, die quasi als Kompensation für die Nutzung des eigenen Geräts. Das sind 10 Cent pro Stunde. Und das beläuft sich, wenn man Vollzeit, also hauptberuflich arbeitet, auf ungefähr 17 Euro im Monat. Für diese 17 Euro im Monat kriegt man im Markt ein passendes Gerät und auch mit passendem Daten- und Telefonvolumen. Der Streit um eine bessere Entlohnung ist damit noch längst nicht beigelegt. Das weiß auch Markus Frenzel. In Karlsruhe hat er seinen Frühdienst abgearbeitet und 2 Stunden Mittagspause, bevor seine Tagesschicht weitergeht. Wenn ich abends dann daheim bin, zwischen 10 und halb 11, dann weiß ich schon, was ich gemacht habe. Weil man fährt ja auch zwischen 70 oder 80 Kilometer am Tag. Man muss in den 5. Stock teilweise laufen. Also man merkt es dann schon körperlich. Weitere 5 Stunden Abendschicht warten heute noch auf ihn. Münster in Westfalen. Im Restaurant Burger Kult von Oliver Tümmler sorgt Lieferando mit seinen Aufträgen für kräftigen Umsatz. Doch die Plattform verlangt für ihren Service auch hohe Gebühren, zwischen 4.000 und 5.000 Euro pro Monat. Lieferando ist so ein Fluch und Segen zugleich. Also es ist quasi eine Monopolstellung. Es gibt keine anderen großartigen Bestellplattformen mehr, so wie es früher war. Es wurde mittlerweile alles geschluckt. Und wenn man nicht mitmacht, hat man halt ein Problem. Vor allem jetzt in der Zeit von Corona haben wir nicht wirklich Möglichkeit, alles nur über Telefon abzuwickeln oder ohne einen eigenen Online-Shop. Und deswegen müssen wir halt die Plattform benutzen. Doch in seiner Stadt tut sich etwas. Hi. Ein junges Start-up bietet dem Platzhirsch Lieferando die Stirn. Wir haben so ein bisschen Werbung mitgebracht. Könnten wir in die Fenster hängen, klar, wenn es hier angenehm ist? Gerne. Alles klar. Wer ist direkt mit hier vorne, sodass die Leute das sehen? Super. Die beiden haben eine eigene Plattform für Essensbestellungen gegründet. Tesafilm? Hast du? Dann würden wir das einfach quasi vorne hinstellen, ja? Mega. Der Name Münster ist.
Das Start-up wirbt gerade um möglichst viele Restaurants. Burgerkult ist bereits dabei, aber eben auch noch bei Lieferando. Und über die ärgert sich Oliver Tümmler gewaltig. Zwar beliefert er Lieferando mit Ware, gleichzeitig aber bietet der Lieferdienst eine alternative Internetseite für Essensbestellungen des Lokals. Eine sogenannte Schattenseite. Das ist eine dieser Schattenseiten. Wie man sieht, ist das unsere Speisekarte, die hier aufgelistet ist. Wird mit Burgerkult betitelt, auch hier oben in der Adresszeile burgerkultmünster.de. Der Gast soll denken, dass er direkt bei uns bestellt. Er wird direkt weitergeleitet zu lieferando.de. Für die Kunden draußen sei das Ganze häufig nicht erkennbar. Ein echtes Ärgernis und ein Grund mehr für Tümmler, sich von Lieferando zu trennen. Denn pro Auftrag kassiert der Lieferdienst 30% an Gebühren. Wir sind noch einmal in Berlin. Was sagt der Konzern zu der Kritik, dass Internetseiten von Lieferando so aussehen, als seien sie vom Restaurant selbst gemacht? Das sind kleine Unternehmen. Die meisten davon, unserer 26.000 Restaurants, haben gar keine eigene Website oder einen Online-Shop, schon gar nicht. Und mit dieser individualisierten, erstellten Landingpage, die fürs Restaurant generiert wird, verschaffen wir den Restaurants neue Kunden, mehr Bestellungen. Außerdem könnten die Restaurants ja diese Landingpages oder Schattenseiten abschalten lassen. Und was die Gebühren angeht, das sei eben Arbeitsteilung. Während die Restaurants Essen zubereiten, kümmere sich Lieferando um die Digitalisierung. So macht der Platzhirsch allein in Deutschland mehrere 100 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Der Eindruck von Lieferando ist, das ist halt ein Milliarden-Euro-Unternehmen, wo ich nicht denke, dass der Gastronom, vor allem auch der kleine Gastronom, an erster Stelle steht, sondern halt die Umsätze, die werden an der Börse gehandelt, dass die ganzen Anleger, dass die zufrieden sind. Es geht immer um Gewinnmaximierung, sag ich mal. Am liebsten würde Tümmler ohne den orangenen Riesen über die Runden kommen. Doch ganz auf Lieferando verzichten gehe eben nicht. Tümmler wünscht sich deshalb, dass möglichst viele Kunden zum neuen Start-up Münster Ist wechseln und dort bestellen. Münster Ist, das sind diese beiden Brüder. Während Lieferando für jede Vermittlung einer Bestellung eine hohe Provision vom Essenspreis kassiert, verspricht ihre Plattform faire Konditionen. Hallo. Der Anfang sei zäh gewesen, berichten die beiden. Doch inzwischen komme das Konzept gut an. Rund 300 Restaurants in Münster und Umgebung würden bereits mitmachen. Wir können auf Wunschzeiten von Kunden eingehen. Wir bekommen sogar mittlerweile die Anfragen, die kommen bei uns einfach rein. Also, wo wir noch am Anfang die Leute überzeugen mussten, ist es mittlerweile so, dass die an uns herantreten und sagen, hey, wir möchten dabei sein. Das Start-up ist eine noch junge Plattform. Die Idee dazu hatten die beiden Brüder Fadi und Ramin Abu Ghabi. Der Unterschied zu Lieferando, pro Restaurant kassiert ihre Plattform maximal 250 Euro Provision im Monat. Bei Lieferando können die Provisionen, je nach Umsatz, mehrere tausend Euro betragen. Doch im Unterschied zu Lieferando fahren sie auch keine Ware aus. Das müssen die Restaurants selbst organisieren. Der Kunde kann hier sehen, worum geht's, was unterscheidet uns von den anderen. Und kann dann hier entweder seine Adresse eingeben, um zu sehen, welches Restaurant liefert zu ihm. Oder sagen, ich möchte mein Essen selber abholen und kann dann schauen, welche Restaurants befinden sich eigentlich in meiner Nähe? Bei uns ist es so, auf der Plattform, wir haben keine Bewertungen. Also es gibt nicht 5 Sterne oder 1 Stern oder sonstiges. Da gibt es ja auch bei anderen Anbietern diese Funktion. Das wollten wir aus einem ganz bestimmten Grund nicht, weil damit einfach keine Konkurrenz herrscht. Also nicht, dass ein Laden jemand anderen irgendwie schlecht macht. Und bei uns ist es so, wir haben ein Zufallsprinzip. Jedes Mal, wenn man auf die Seite geht, also auf die Plattform, wird diese Liste nicht nach der Laden ist am beliebtesten und der am unbeliebtesten, sondern es wird immer gemixt. Also ich finde Pink tatsächlich nicht so. Mehr Nähe zum Kunden, mehr Transparenz. Im Vergleich zu
in diesem Stil, ja. Das Konzept der jungen Firma kommt bei den Restaurants an und zeigt, dass Plattform nicht gleich Plattform ist. Also ich finde es cool, aber ich finde für das Eat Fair Logo auf jeden Fall. Digitale Plattformen bieten große Chancen für vielseitige, vielfältige Arbeitsverhältnisse mit weiten Entwicklungsmöglichkeiten für die Beschäftigten, die ihnen auch in beruflicher wie sozialer Hinsicht große Perspektiven eröffnen. Wenn wir diese digitalen Plattformen allerdings nicht sozial regulieren, dann werden diejenigen, die keine starke Stimme haben, die keine starke Position auf dem Arbeitsmarkt haben, einen hohen Preis bezahlen. Zurück zu Stefan Gerhardt in Bonn, dem Clickworker mit dem Schwerpunkt auf Finanzthemen. In seiner Freizeit interessiert er sich für Geschichte und Literatur, ist deswegen häufig in der Stadtbibliothek. Ja, er habe sich in letzter Zeit schon Gedanken gemacht, noch mal was anderes anzufangen. Aber mit Ende 50 sei das nicht so einfach. Will er sich also mit seinem Los abfinden? Ich bin nicht enttäuscht. Los finde ich jetzt auch etwas zu negativ. Ja, das hat so was von schicksalhaft an sich. Ja, letztlich habe ich mir das ja selber so gestaltet. Ich bin zufrieden. Ja, das heißt nicht, dass es kein anderes Leben gäbe. Das gibt's immer. Punkt. Und wie denkt er über seine Zukunft? Ich habe mir ein bisschen abgewöhnt, zu sehr in die Zukunft zu gucken. Und dann sitzt er wieder zu Hause am heimischen PC. Gerhardt schreibt gerade an zwei kurzen Texten, für die er insgesamt 16 Euro erhält. Das waren zwei kleine Aufträge. Wie viel Aufwand war das für Sie zeitlich? Da habe ich vielleicht an einem sitze ich eine Dreiviertelstunde dran. Also so anderthalb Stunden? Ja. Kein Urlaubsgeld, keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Lohnt sich der ganze Aufwand? Für mich in meiner momentanen Situation ja. Wenn Sie jetzt natürlich eine Familie davon ernähren wollten, dann müsste ich sagen, nein. Mhm. Wie gesagt, reich wird man davon nicht. Immerhin, Stefan Gerhardt kann davon leben, einigermaßen, sagt er. Er sei allein und sein Haus sei abbezahlt. Dieses Glück haben nicht alle, die mit solchen Kleinstaufträgen ihr Geld verdienen. Und was macht Gerd Wilhelm, der Schreiner aus dem Odenwald? Wie ging der Streit mit My Hammer aus? Er hat einen Kompromiss gefunden. Ja, den kannst du auch mitnehmen. Wir bleiben bei My Hammer, zahlen diese Grundgebühr, dass wir unsere Bewertungen erhalten und werden aber nur diese Grundgebühr, diese Kontakte, die inklusiv sind, machen. Wirklich entgegengekommen sei ihm My Hammer nicht. Künftig will er nur noch so viele Aufträge annehmen, wie er provisionsfrei bekommt und mit der Grundgebühr abgedeckt sind. Doch damit ist unsere Geschichte noch nicht zu Ende. Komm, fahr mal. Denn Wilhelm plant, seinen Betrieb zu schließen und künftig nur noch als angestellter Schreiner zu arbeiten. Aufträge über eine Plattform wie My Hammer zu finden, wäre dann zumindest für ihn Vergangenheit.